So, Moshpit gegen Moshpit. Wer ist der Beste? Kommt da noch einer? Es kommt eigentlich noch einer. Ich mach erstmal den da weg. So, da hinten kommt der Moshpit. Es dauert natürlich ein bisschen. Kommt, jetzt kommen schon zwei, Alter. So, moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Folge A Plague Tale Innocence. Ich spiele Kapitel 16 weiter. Falls ihr die anderen Folgen verpasst habt, könnt ihr die gerne nochmal auf meinem Kanal nachschauen. Und sonst würde ich sagen, let's go. Ja, ist ja gut. So, da geht's angeblich raus. Oh, da ist irgendjemand, da spricht irgendjemand. Warte mal. Sie hören einfach nicht auf mich. Gut, dann machen wir das so. Er geht auch nicht. Die Wache. Du bist erledigt. Also ich warte nur auf den Moment, wo er mal die Wache nicht umhauen kann. Da ist noch eine Wache. Kann der die gar nicht rufen, die Viecher? Nicht so aus, ne? Naja, chill. Seht uns an! Wir wollten nur unsere Habseligkeiten holen! Amicia, was sollen wir jetzt tun? Ich habe alles im Griff. Ich habe alles im Griff, Kleiner. Ist alles gut. So. Ja, was sollen wir denn tun? Das wollte ich tun. Ich wollte die eigentlich alle mit einem Stein umhauen, aber irgendwie waren die dann doch zu schnell da. Wo geht's denn da hin? So, ich habe die gerettet. Ey, chill. Ja, der Herr ist mit euch. Alles klar. Komm. Alter, was ist denn das? Die Kathedrale. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wo sind denn Bogenschützen? Das ist der einzige Weg zur Kathedrale. Wir müssen da irgendwie hin. Was für ein Fallgitter, Alter. Wo waren denn die Bogenschützen jetzt? Da gibt es auf jeden Fall noch so ein Zeug. Gefährlich. Die Bogenschützen würden sofort schießen. Wir sitzen fest. Tja. Oder auch nicht, wenn wir das Ding hier nehmen. Aber wenn wir das schießen... Die haben doch von hinten geschossen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ist hier noch irgendwas? Hä, geht's da lang? Oder weiter? Hier kann man noch irgendwie rein. Vielleicht müssen wir die Bogenschützen erstmal killen. Ich weiß es nicht. Kann man die Ratten hier beschwören? Sie können mich nicht hören. Geht auch nicht. Hier gibt es noch ein bisschen Zeug. Die Kette. Du solltest nicht. Warum? Ich kenne diesen Ort nur allzu gut. Was ist los, Roderick? Was habe ich denn da jetzt gerade aufgemacht? Wie komme ich denn da hin? Geh mal weg hier! Alter, der versperrt mir jedes Mal den Weg. Also hier ist nichts mehr. Also man könnte natürlich dieses Ding schieben, aber... Keine Ahnung. So. Diese Gasse... Was ist denn mit der Gasse? Das ist eine gute Gasse. Ich wusste es. Roderick, was stimmt denn nicht? Ich glaube, der wohnt hier. Gehen wir. Ich glaube, er wohnte hier oder wohnt hier. Das kann nicht sein. Roderick. Nichts mehr übrig. Haben Sie dein Haus niedergebrannt? Das war die Schmiede meines Vaters, wo ich aufgewachsen bin. Oh Mann. Dort habe ich... Ich weiß, wie du dich fühlst. Aber du lebst noch.
und deine Wurzeln können sie dir nicht nehmen. Eieieiei, Leute. Ich weiß, wer ich bin. Vielleicht gibt's hier ja ein Sammelitem. Los, wir müssen eure Mutter retten. Mama ist nett, du wirst sehen. Aha. Wir gehen zusammen und finden ein anderes Chateau. Hört sich gut an. War das jetzt ein Sammelitem? Der Schmied. Nee, war kein Sammelitem, aber ich habe eine Trophäe bekommen, der Schmied. Keine Ahnung für was. Wahrscheinlich ist es ein Easter Egg oder was. Irgendwie so. Kann ich mir vorstellen. Muss natürlich nicht so sein, aber... könnte sein. So, dann schieben wir mal das Ding da weiter, würde ich mal sagen. Dieses Gefährt. Wenn man dazu Gefährt sagen kann. Ah, die haben doch von... die haben doch von hier geschossen oder so. Der Karren, Rodrik. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist die hohen Sicherheit. Also ich bin nicht sicher... inwiefern ich da, Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Typen killen muss. Halt nach Wachen Ausschau. Gut. Dann mal los. Versteck dich, Rodrik. Mach dir um mich keine Sorgen, Knöps. Kann ich die nicht schon hier abballern? Hinter uns? Ich hab die Treppe erreicht. Los, schnell! Ja, was soll ich... was soll ich machen, Alter? So. Alter Schwede. Rodrik. Oh, mir geht's schon besser. Ich bin direkt hinter dir. Gut. Alter, was? Der hat einen Rücken, ey. Ja, leck mich doch, ey. Ich glaube, das wird nichts mehr. Hugo, los! Jetzt du! Ich glaube, Leute, ich glaube, das wird nichts mehr mit ihm. Er hat alles gegeben. Hui. Scheiße. Wir helfen dir durch. Tut mir leid. Ach, ist das eine Scheiße, Mann. Rodrik ist tot. Wir müssen weiter. Oh, fuck, Alter. Tja, da fragt man sich doch, wie viel noch? Wie viel... was denn jetzt schon wieder? Diese Bastarde müssen bezahlen. Sie werden bezahlen. Das Wichtigste ist zusammen und am Leben. Muss ich Hugo jetzt die ganze Zeit tragen oder was? Kann ich gar nichts mehr einsammeln. Lass mich einfach in Ruhe. Sie hat recht, Melly. Was ist mein Ziel? Erreiche die Kathedrale. Es ist vorbei, Hugo.
hat seinen Frieden gefunden. Ich ertrage diese verdammten Ratten nicht länger. Mistviecher! Aber sie bahnen unseren Weg. Ach ja? Wie denn? So. Hugo, sag mir, dass du uns helfen wirst, diese Dreckskerle zu töten. Mach mal. Ohne deinen Bruder haben wir keine Chance, Amicia. Das ist dir klar, oder? Ich werde dir helfen und du hilfst uns, Mama zu retten. Dann haben wir eine Abmachung. So, hier ist noch ein Haufen Zeug. Das sammle ich natürlich ein. Ich brauche, glaube ich, noch ein Sammel-Item in diesem Level hier. Junge, wo sind die Ratten? Das ist doch nicht vorbei, klar? Ich versteh's nicht. Warum sind die denn jetzt nicht da lang gegangen? Oh, jetzt geht's. Gut. Aber ich muss ja noch den ganzen Kram einsammeln. Bevor ich ins Gefecht gehe, kann ich noch irgendwas aufrüsten? Nee. Ich glaube, das wird doch nichts mehr in diesem Durchgang mit Aufrüsten oder so. Ich sammle jetzt hier noch mal ein bisschen ein und gucke mich mal ein bisschen um. Ein bisschen. War das nur noch ein Gegner? Da gibt es noch so ein Ding zum... Ja, aber das bringt mir ja alles nichts. Die Tasche hätte ich vorher haben müssen, die große. Ich kann ja unterwegs... Oh, guck mal hier. Werkzeug. Amicia passt ihre Werkzeuge an, damit sie unterwegs einfacher handzuhaben sind. Dadurch verkürzt sich die Zeit, die sie zur Vorbereitung der Munition benötigt. Aha. Machen wir. Das sieht schon viel besser aus. Machen wir. Das sieht gut aus. So. Amicia. Oh. Drüben ist noch Haufen Zeug. Nein, nein. Ja, lauf nur. Zum letzten Mal. Das wird ein Spaß. Irgendwie brauche ich hier mal. Der ist tot. Versuch 398. Vielleicht sollte ich einfach einen Stein woanders hinschmeißen. Die haben halt alle Feuer, ne? Irgendwie der Junge gerade in. Jetzt ist es vorbei. Nein. Ist alles gut? Alles gut. Mir fehlt nichts. So, einen haben wir noch. Gut gemacht. Boah, Alter. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Versuch 100 hat endlich funktioniert. Ich sammle mal noch ein bisschen Zeug ein hier. Ich sammle ein, was ich einsammeln kann. Und guck mich nochmal um. Da hinten liegt auch noch was. Da ist noch was. Hier war ich schon. Ich glaube, hier habe ich alles abgegrast. Da liegt noch was. Also echt krass, ey, was ich da jetzt für ein Kombo machen musste, damit die mal alle verrecken, ey.
Das glaubst ja nicht. Zack, zack, zack. Haben wir noch irgendwas aufrüsten jetzt? Ich habe so viel Zeug eingesammelt. Nee. Hier ist... Doch, hier ist noch was. Ich dachte, hier wäre noch irgendeine Sammelsache, aber hier ist gar nichts mehr. Ein Seil. Da ist noch Haufen Zeug. Das hole ich mir auch gleich noch. Ist hier noch irgendwas? Der hat noch was dabei. Oh, hier. Die Sammelsache, die letzte. Nice. Es gibt ein Handbuch für diesen Mist. Vor Vitalis Zeit geschrieben. Dann stellen wir sicher, dass es einen zweiten Band geben wird. So. Dann habe ich die letzten Sammelsachen auch gefunden. Das und das. Geschenke. Gut. Vitalis. Amicia. Er hat etwas Böses vor. Ich kann es spüren. Hä? Sehr Böses? Ich sehe ihn gar nicht. Genau? Ist ganz egal, was er vorhat. Wir wollten ihm so oder so den Schädel einschlagen. Genau. Er fängt gleich an. Gehen wir, Hugo. Er fängt an? Mit was fängt er denn an? So, dann machen wir hier mal ein bisschen Zeug hin. Halt. Halt. Den da. Ach so, kann ich nicht. Scheiße. Kommen da welche? Sie haben auf uns gewartet. Lukas, Melly, bleibt wo ihr seid. Ich hab gehört, ein paar Kinder wollen. Scheiße. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, das spielt keine Rolle. Ja, oder dann? Junge! Die muss ich so killen hier, oder was? Uff. Scheiße. Tja, da musst du mal gucken. Da muss man echt mal gucken, was ist das? Diese Macht. Gut, gehen wir hinein. Da musst du echt gucken, dass du das Zeug alles hinbekommst. So, jetzt geht's rein, oder wie? Yippie! Abgefahren. Echt abgefahren, Leute. Schöne Familie. Kommen die Ratten nicht mit, oder was? Melly. Hilf mir, es darf niemand herein. Da kommt doch keiner rein, oder? Wer soll denn da reinkommen? Das führt dazu nichts. So, weiter geht's. Gucken wir mal. Verstehen. Alter, das schaut so aus. Mama! Schaut so aus. Mein Kind. Hugo! Amicia! Mutter! Hat Vitalis das getan? Er hat sie geopfert. Ach du Scheiße. Hat die Schwelle überschritten, geht, ihr müsst hier raus. Ich will mal nicht so sein. Das ist der Endboss. Was kommt jetzt? Ach so, die wird hochgehoben. Ich dachte schon, da kommt irgendwas aus dem Keller. Eine Riesenratte. Ja, sie sind hier. Wird das leicht oder wird das schwer? Oder bei mir. Oder wir sind bei euch. Passiert das automatisch? Töte Vitalis. Also ich kann... Alter! What? Ich kann nur nach vorne lenken, ne Leute? Alter, der macht hier einen auf... Keine Ahnung was. Bam. Bam. Wow, 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 wow. Aber seht euch doch an. Jetzt ist das Finale gekommen, Leute. Genug, Vitalis. Ihr seid allein. Oh, oh. Gebt uns unsere Mutter zurück, oder? Oder was? Oder es gibt einen Ratten... Ratten-Terror... Cycle-Moshpit.
Wie rührend. Danke. Danke für eure Treuherzigkeit. Oh. Könnt ihr sie hören? Die Engel. Die Engel einer neuen Welt. Oh, das sind weiße Ratten. What the fuck? Lukas, Melly, bleib hier. Nein, ich helfe dir. Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn jetzt tun, Alter? Ach so, das Wasser sag ich schon. Komm hier gleich nach! Vorrücken! Ihr seid gekommen, um mich heraus. Was zum? Er lässt sich nicht neu formieren. Sie halten nicht an. Das Licht hält sie nicht auf. Lässt er nicht auf. Bist du sicher? Dann los, Hugo. Das ist unsere einzige Chance. Ja, weiter geht's. Jetzt zeigen sie. Cycle Moshpit! Cycle Moshpit! Warte mal. Oh, scheiße. Cycle Moshpit hat nicht funktioniert. So, nochmal. Ich muss hier richtig nachlegen, Alter. Uff. Einmal. So, Moshpit gegen Moshpit. Wer ist der Beste? Kommt da noch einer? Es kommt eigentlich noch einer. Ich mach erstmal den da weg. So, dahin kommt der Moshpit. Es dauert natürlich ein bisschen, bis dieser Moshpit. Kommt, jetzt kommen schon zwei, Alter. So. Noch ein Moshpit? Die Formatierung dauert ein bisschen. So, weiter. Ich glaube, wir haben es jetzt eigentlich, oder? Es ist kein Feuer mehr da. Sieht gut aus. Alter, was ist denn das, ey? Das ist ja eine Wall of Death, eine halbe. Was kommt jetzt? Hä? Wir kümmern uns drum. Ach so. Dachte mir gerade schon, was ist denn da jetzt los? Hä? Du fühlst es doch auch. Was hat der denn, ey? Einen Furz quer sitzen oder was? Wahre Macht! Die Gabe des Selbst! Oh Gott, jetzt wird er zur Riesenradde oder was? Ich bin die Einheit! Ich bin das Blut! Was soll ich denn jetzt machen, Alter? Was soll ich denn jetzt machen? Hä? So, neuer Versuch, neues Glück. Leute, ich sag's euch. Ah. Ja. Es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Ist so gut hier. So. Jetzt kommt der durch die Mitte. Jag sie durch. Bam. Ich hoffe, das ist das Richtige, was ich auf den Ruf kloppe da. Komm zu mir. So. Mal schön außen hin. Lasst uns eins sein.
So, uff. Jetzt kommt er wieder. Bam! So, jetzt muss ich eigentlich nur noch aufpassen, dass ich nicht da wieder auf die Schnauze bekomme. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht in den Moschpitz von dem Typen reinrenne. So. Mach schon. Ach du Scheiße. Uiuiui. Uiuiui. So. Ich hoffe, das war's jetzt. Sieht gut aus. Alter, was war denn das für eine schwere... Also der hat's echt in sich gehabt. Vor allen Dingen mit seinem Moshpitz. Aber meine Moshpitz haben gewonnen. So muss das sein. Ja, sieht doch gut aus. Hugo, hast du gut gemacht. Hugo. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Hugo. Es ist vorbei. Ja, Priester, das war's. Game over. Der Priester ist Game Over. Und das hat er auch verdient. Weil das war ein echt harter Fight. So Leute, dann würde ich sagen, ich beende das Video für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut doch gerne beim nächsten Mal, wo es dann genau hier weitergeht. Falls ihr mich mal live erleben wollt, könnt ihr gerne mal auf twitch.tv/tridonax vorbeischauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo, Like und Kommentar. Das ist komplett kostenlos für euch und hilft mir sehr. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.